Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein kleines Schminki für dich und zwar ein super, super schnelles Last Chance, ich weiß nicht, mega schnell Schminki mit der Marke Unique. Und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, es ergab sich folgendes. Die liebe Sandy hat mich angeschrieben und gefragt, ob ich ein paar Produkte von der Marke Unique testen möchte. Ich konnte mir 5 Produkte aussuchen und meine Challenge ist es, mit diesen 5 Produkten ein Full Face zu schminken und das quasi jetzt so zum sehr heißen Sommertag, der einfach jetzt heute da ist, also wir haben heute den 1. August, wo ich das filme, anzupassen. Genau. Und ich habe mir 5 Produkte ausgesucht und ich bin sehr, sehr gespannt, wie ich das so hinbekomme. Ja. Sandy hatte mich angeschrieben und gefragt, ob ich Bock habe, einfach ein paar Produkte zu testen. Ich sage, ja klar, gerne, geil. Es sind relativ hochpreisige Produkte, die ihr über den Link in der Infobox bestellen könnt. Aber sie sollen eine ganz besondere und eine sehr, sehr gute Qualität haben. Ich habe mir das auch mal angeschaut, so in anderen YouTube-Videos. Das macht alles einen sehr, sehr guten Eindruck. Ich habe die Produkte jetzt so noch nicht auf dem Gesicht getestet, bis auf den Primer. Den hatte ich letztens in einer Shop My Stash Lottery-Geschichte gezogen. So. Und da hat er mir schon mal richtig gut gefallen. Und ja, sie hat mir auch gesagt, alle, die über ihren Link bestellen, der unten, wie gesagt, in der Infobox ist, und einen Warenwert von über 75 Euro erreichen, bekommen auch noch eine Kosmetiktasche gratis mit dabei. Und noch irgendwas? Im Juli war auch so ein Angebot, dass wenn man halt entsprechend sich immer mehr Produkte zusammengesucht hat in so einem Set, dass das Ganze immer günstiger wurde. Das ging dann bis zu 25% Rabatt, die man erreichen konnte. Und so wurde zum Beispiel auch mein Set zusammengestellt, was ich hier habe. Ich muss ein bisschen spicken, denn sie hat mir einen Brief geschrieben, denn ich konnte mir das alles echt nicht merken. Sie hat auch geschrieben, dass es die Love It Guarantee oder Guarantee bei Unique gibt. Das heißt, du kannst innerhalb von 14 Tagen, wenn dir das Produkt nicht gefällt, das Ganze auch wieder zurückgeben. Und das finde ich auch sehr, sehr gut. Gerade bei Kosmetik hast du das jetzt nicht als selbstverständlich und das finde ich super, weil du hast es öfters mal, gerade bei hochpreisiger Kosmetik, dass du dir etwas kaufst, das erste Mal aufträgst und dir denkst, doch nicht so das, was ich davon erwartet habe, ne? Und da hast du jetzt einfach die Möglichkeit zu sagen, hey komm, wir können es zurückgeben, ist überhaupt kein Problem und das Ganze geht super unkompliziert. Die Aktion mit der Kosmetiktasche gilt jetzt ab heute 10 Tage und unter den ganzen Bestellungen, die jetzt quasi getätigt werden, über den Link, den ich euch in die Infobox setze, Mensch, wird eine Mascara verlost, die ich auch in diesem Video verwende. Also sei gespannt. Ich bin super gespannt und die liebe Sandy ist auch eine ganz, ganz liebe. Es ist bei Unique halt so ähnlich wie zum Beispiel bei Party Light. Das heißt, die Berater haben dort auch eine eigene Homepage. Also bestell bitte über den Link in der Infobox. Ich sag's jetzt, glaube ich, zum 5. Mal. Es tut mir leid. Ich finde es einfach nur wichtig. Damit unterstützen wir alle Sandy und das wäre ganz cool, weil sie dann natürlich ja auch dadurch die Bestellung annehmen kann und die Aktion mit der Kosmetiktasche und mit der Verlosung der Mascara gilt tatsächlich nur, wenn ihr über den Link in der Infobox bestellt. So, Labarababa, wir starten mit dem ersten Produkt und zwar habe ich hier den Primer Touch Glorious Mattifying Face Primer. Das ist dieser hier und der hat mir beim ersten Auftrag schon super gefallen. Also das ist jetzt keine First Impression. Das ist eine Second Impression. Ich finde, der hebt sich tatsächlich auch durch seine Art und Weise sehr ab von dem, was ich tatsächlich in meiner Sammlung habe. Weil wir haben hier ein graues Design, das finde ich super schön. Und da sind 30 ml drin. Und hier haben wir einen Pumper. Das finde ich geil. Das, ich glaube, bei der It Cosmetics CC Plus Cream hat man das auch. Und der kommt hier raus wie Silikon. Das ist echt spektakulär. Natürlich habe ich schon eine reguläre Gesichtspflege auf mein Gesicht aufgegeben heute. Habe auch auf Instagram ein Foto gepostet in meiner Story, wo ich eine Gesichtsmaske verwendet habe, denn ich habe aktuell eine nicht unbedingt perfekte Haut, um das mal so zu sagen. Ich finde diesen Primer wundervoll. Ich habe mir jetzt einen Pump-Pump hier aufs Gesicht aufgetragen und er macht jetzt nicht wirklich dieses hundertprozentig mattierende, was ich gut finde, weil das bräuchte ich in dem Sinne gar nicht. Der hat ja noch diesen Touch of Glorious, dass du quasi diesen leichten Glow noch mit dabei hast, sodass du quasi einfach nur eine etwas perfektioniertere Haut hast. Das finde ich
aktuell ziemlich gut. Gerade wenn es so warm ist, dann brauche ich jetzt nicht eine ultra heftige Foundation oder mega fett Concealer oder sonst irgendwas. Dann mag ich es, dass ich mir einfach irgendwie eine getönte Tagescreme oder eine BB-Cream oder tatsächlich einfach einen perfektionierenden Primer aufgebe, das ein bisschen abpuder. Und dann bin ich schon ready to go. Also so ist quasi auch mein Alltags-Make-up, wenn ich jetzt zur Arbeit gehe. Ne? Das ist nicht so riesen viel Aufwand, weil ich schlafe morgens einfach lieber eine halbe Stunde länger, als dass ich mich hinsetze und dann eine halbe Stunde schminke. Das ist jetzt einfach ein richtig schönes Alltags-Make-up, was ich mit euch schminke. Aber ich finde den Primer einfach in dem Sinne wichtig, weil er die Haut so ein bisschen beruhigt. Ne? Das sieht alles da einfach ein bisschen entspannter aus, aber du hast trotzdem noch diesen leichten Glow und das mag ich einfach gerne. Deswegen ist das jetzt tatsächlich schon fast meine komplette Base. Also viel mehr werde ich jetzt heute auch gar nicht machen, weil, wie gesagt, warm draußen. Das nächste, was ich verwenden werde, ist, oh, ich muss die ganze Zeit diesen Pinsel anfassen. Diesen Pinsel. Das ist der Rouge-Pinsel oder der Blush-Pinsel und ich finde ihn so toll. Der Tapered Blusher Brush. Oh. Der fühlt sich einfach so unglaublich weich an. Ich bin ja ein Pinselfreak, ihr wisst das. Hier oben ist meine Pinselsammlung. Leute, ich liebe Pinsel. Und den hier finde ich klasse. Ich liebe dieses Abgerundete. Ich liebe es, dass er so flach ist. Also der ist echt toll, ne? Und ich liebe es, dass der so unglaublich weich ist. Den werde ich jetzt tatsächlich sogar verwenden, um abzupudern. Und dafür habe ich hier das Produkt von Unique Sculpting Trio. Das ist ein Contour-Kit. In der Farbe Light habe ich mir das ausgesucht, weil ich ja ein leichter Hauttyp bin, ein heller Hauttyp bin, genau. Und so schaut das aus. Also die Verpackung, die ist echt schick, ne? Erinnert mich ein bisschen an Kat Von D. Oder KVD Beauty heißt das ja aktuell. Und da hast du dann hier einen Spiegel und drei Produkte drin. Das eine, was wir hier drin haben, ist ein Creme-Kontur-Produkt, dann haben wir hier ein Puder-Produkt und hier haben wir einen Highlighter. Und das finde ich einfach klasse. Und dieser Highlighter ist tatsächlich auch ein Creme-Highlighter, ne? Also ich persönlich verwende sowas am liebsten, dass ich erst das Creme-Kontur-Produkt aufgebe, dann nehme ich mir den Creme-Highlighter, dann wird das Ganze abgepudert und dann gebe ich mir so ein bisschen Blush auf, ne? Genau. Und so werden wir das jetzt auch machen. Das, was ich jetzt gerade unpraktisch finde, ist halt, dass diese Folie da so vorhängt. Aber sie ist ja auch dafür da, dass die Creme-Produkte jetzt nicht an den Spiegel kommen. Da mache ich jetzt auch erstmal die Folie ab. Aber für den Alltag finde ich eigentlich sowas ganz praktisch. So, dafür muss ich jetzt aber tatsächlich einen anderen Pinsel nehmen, weil das hier möchte ich für die pudrigen Texturen nehmen. Ich nehme jetzt einfach mal einen Foundation Buffer. Eigentlich nimmt man da tatsächlich für Creme Contouring eher andere Pinsel, aber der hier ist so schön weich, weil er nicht so, ne, der ist einigermaßen fest, aber halt dann auch irgendwie weich. Das ist von BH Cosmetics einer. Da gehe ich jetzt einfach mal hier in diesen Konturton rein. Hab ein bisschen was auf dem Pinsel und ich fange jetzt erstmal vorsichtig an. Ich verwende solche Produkte immer als Kombiprodukt zwischen Bronzer und Contour. Du kriegst auch nicht zu viel jetzt auf dem Pinsel, was ich sehr, sehr begrüße, weil du das dann auch richtig schön ausgeblendet bekommst. Dadurch, dass ich den Primer drunter habe, habe ich auch eine schöne Grundlage, dass ich das auch schön verblendet bekomme und mir gefällt das. Also das ist halt für den Alltag sehr schön, weil du dann nicht unbedingt geschminkt aussiehst. Also du hast zwar was im Gesicht, aber du siehst jetzt nicht aus, als hättest du dir was ins Gesicht gegeben. Wisst ihr, was ich meine? Weil ich das persönlich auch gar nicht so gerne mag, dass wenn ich zum Beispiel auf der Arbeit im Büro sitze, dass man mir jetzt auf den ersten Blick ansehen würde, dass ich geschminkt bin. Also da mag ich am liebsten dieses Natürliche, jedenfalls nach außen hin natürlich aussehen, aber schon ein bisschen perfektioniert, dass ich dann halt auch, weiß ich nicht, irgendwie so ein bisschen was im Gesicht habe. Es wirkt auch sehr natürlich jetzt so im Finish und das sieht einfach nur aus, als wäre ich jetzt aus dem Wochenende gekommen und hätte einfach ein bisschen Farbe gekriegt, als hätte ich ein bisschen in der Sonne gelegen und das mag ich. Das gefällt mir. Das sieht echt super natürlich aus und es gefällt mir einfach unheimlich gut. Jetzt habe ich noch was Spannendes mit dem Bronzer vor und zwar möchte ich ihn mir so ein bisschen auf die Augenlider geben, so als Hauch von Lidschatten quasi. Bronzer, Konturprodukt mit dem Cremeprodukt, nehme ich jetzt einfach so einen festgebundenen, etwas breiteren Pinsel, gehe da schön rein und nehme Farbe auf und gebe mir das dann tatsächlich
in meine Lidfalte einfach rein. Das mache ich gerne, dass ich mir einfach Bronzer in meine Lidfalte gebe. Gerade wenn es halt so ein Alltagslook werden soll. Dann kann man hier auch an der Nase so ein bisschen runterziehen, um halt die Nasenkontur so ein bisschen zu verschärfen. Das ist schon ziemlich witzig, was man so mit Produkten machen kann, wenn man sie ein kleines bisschen zweckentfremdet. Den ziehe ich mir auch an der Augenbraue sogar hoch, mit in die Kontur rein und lifte damit auch so ein bisschen mein Augenlid. Das ist ziemlich cool. Und da dieses Konturprodukt einfach sich super schön verblenden lässt, eignet sich das auch 1A dafür, finde ich. Man sieht nicht wirklich, dass irgendwas drauf ist, aber es macht alles ein bisschen anders, ein bisschen schöner, finde ich. Jetzt gehen wir weiter zu dem Creme-Highlighter. Das ist ja dieser hier an der Seite. Der ist wirklich schön. Der ist richtig schön, weil er so schön subtil, aber gleichzeitig auch intensiv Gold ist. Also eine ganz tolle Nummer. Und der lässt sich so schön ausblenden und das sieht einfach glowy, harmonisch aus. Nehme ich auch den Buffer von eben und trage mir den tatsächlich auf meinen höchsten Stellen auf. Ich muss gucken, ob ich den vielleicht nachher auch noch so ein bisschen über meine abgepuderte Geschichte drüber gebe. Aber so macht er schon mal richtig was Schönes, ne? Sehr leicht, sehr subtil, aber trotzdem gibt es so einen frischen Glow, das mag ich. Und jetzt kann ich endlich abpudern. Da nehme ich den Blushpinsel auch für, der übrigens richtig toll Produkt aufnimmt. Und damit pudere ich jetzt einmal komplett übers ganze Gesicht. Das hat auch eine ganz, ganz leichte Färbung mit drin. Ist übrigens auch so ein kleiner Hack, dass wenn du deine Augenlider generell abpuderst, dass du dann in dem Sinne die Mascara haltbarer hast. Ich schaue auch mal, dass ich mir den Highlighter so ganz dezent auf mein bewegliches Lid gebe und den so ein bisschen dann ausblende. Und das kann ich mit dem Pinsel, glaube ich, auch ganz gut machen. Da hat man auch noch ein bisschen was auf den Augen drauf. Und auch da gehe ich jetzt noch ganz vorsichtig mit dem Puder drüber, weil das hat ja einen zarten Glow. Aber damit setze ich dann quasi auch so ein bisschen diesen Highlighter. Und habe dann damit halt auch noch zusätzlich so ein bisschen was auf den Augen drauf, einen kleinen Augenlook mir gezaubert. Das mag ich. Ich könnte jetzt theoretisch auch noch schauen, ob ich das Konturprodukt, weil das könnte ja passen, als Augenbrauenfarbe verwende. Das wäre cool. Und das funktioniert tatsächlich auch. Macht jetzt keinen Rieseneffekt, aber es macht ein bisschen was und das finde ich ganz gut. Ne? Ist für mich persönlich jetzt von Namen auch ein bisschen zu warm, aber du, ne? Wenn es mal schnell gehen muss und wenn man einfach nur so einen Augenlook haben möchte, wo man so ein bisschen einen Hauch von irgendwas hat, kommt das auf jeden Fall dem Ergebnis, was ich normalerweise mit Augenbrauenprodukten erziele, sehr, sehr nah. Ich gebe mir das auch noch zur Wimpernkranzverdichtung ein kleines bisschen an den oberen Wimpernkranz, also von oben drauf wie ein Eyeliner. Das macht auf jeden Fall was Schönes, finde ich. Das mag ich gerne. Und auch an den unteren Wimpernkranz gebe ich mir das so ein bisschen. Also ich vermisse schon so ein bisschen den Concealer, um ehrlich zu sein. Aber für einen Alltagslook ist es vollkommen ausreichend. Also das ist mehr als nur ein Alltagslook, was ich jetzt drauf habe eigentlich, ne? Kommen wir nun zu dem Blush, um einfach ein bisschen noch mehr Farbe ins Gesicht zu bringen. Da habe ich den Moodstruck Pressed Blusher. Das ist dieser hier. Und da fand ich die Farbe auch super schön. Das ist die Farbe Sweet. So schaut das Produkt dann aus. Und das ist, ja, nicht mehr ganz so Alltag. Ist aber zart pigmentiert. Das heißt, ich werde mich nicht jetzt von Anfang an overblushen können. Das heißt, ich nehme auch diesen schönen Blushpinsel dafür. Hier hast du übrigens auch noch einen Spiegel mit drin. Finde ich gut. Und dann trage ich den einfach hier so auf meine Wangen auf. Der ist schön. Das ist ein schönes Tönchen. Da sieht man auch wieder direkt ein kleines bisschen frischer aus, wenn man da die Farbe im Gesicht hat. Das Gute, wenn du halt keine Foundation unten drunter benutzt, ist, dass deine normale Hautstruktur ja auch zu sehen ist. Das heißt auch deine normalen Rötungen. Und das finde ich eigentlich gar nicht so verkehrt, weil das Ganze dann einfach etwas natürlicher und frischer bleibt. Und deswegen mag ich das. Ja. Und der Glow von dem Highlighter kommt noch richtig schön durch. Weil wir verrückt sind, geben wir auch ein bisschen was über die Nase. Und der hat echt eine schöne Farbe. Das sieht so natürlich aus und es hat nicht so ein krass pudriges Finish. Das heißt auch da, ne? Man sieht es nicht unbedingt, dass man überhaupt geschminkt ist. Das ist jetzt eigentlich gut, man sieht, dass meine Augen ein bisschen geschminkt sind, aber ansonsten sieht man nicht, dass ich irgendwas Offensichtliches im Gesicht habe.
Da ich euch für die Mascara eher ein bisschen eher näher ranholen wollte, zeige ich euch auch das Ergebnis jetzt nochmal von nahem, wie das Ganze so aussieht. Und ich finde, dass es alles sehr harmonisch ist. Natürlich, man sieht hier die Rötung, man sieht Unreinheiten, man sieht Sommersprossen und Textur von der Haut, aber es sieht alles aus, als wäre das natürlich. Und das gefällt mir natürlich bis auf die Augen, da haben wir ein bisschen nachgeholfen, aber ich finde, das darf man auch einfach sehen. Ich möchte mir jetzt auch gerne einfach ein bisschen was von dem Blush mit dem, festgebundenen Pinsel, den ich eben schon ein paar Mal verwendet habe, in meine Lidfalte geben, denn sowas gibt tatsächlich auch immer noch einen kleinen Hauch Frische. Und da der Blush sich ja auch schon in meinem Gesicht befindet, spiegelt sich das Ganze halt einfach auch nochmal. Und so kann man mit den Produkten, die man sowieso schon verwendet, auch so einfache und frische Augenlooks schminken. Das mache ich super gerne, gerade im Alltag habe ich auch nur eine Facepalette bei mir im Spiegelschrank im Badezimmer liegen, dass ich einfach ein bisschen Blush Bronzer Highlighter mir auch in die Lidfalte und aufs bewegliche Lid gebe und so, um das Ganze einfach frisch aussehen zu lassen. Und auch den kann man sich einfach nach oben so ein bisschen hochziehen, weil da ja auch schon ein bisschen Blush ist. Einfach, um da noch so eine Verbindung zu schaffen. Ich weiß nicht, ich mag das gerne leiden, wenn das einfach so relativ natürlich ist. Natürlich mag ich auch gerne artistische Looks, also wenn das Ganze etwas aufregender ist im Gesicht. Aber das halt eher in der Freizeit und weniger halt, wenn ich auch zur Arbeit gehe, ne? Schauen wir uns nun die Moodstruck Epic 4D One-Step Fiber Mascara an. Das ist dieses schöne Schätzchen. Und da hatte die liebe Sandy mir gesagt, dass das das absolute Highlight sein wird. Und da bin ich wirklich gespannt. Okay, geil. Wie geil. Es ist wirklich eine lila Verpackung. Also da muss ich sagen, Hut ab. Packaging Design mag ich richtig gerne leiden. Das ist echt hübsch. Okay, da sind scheinbar auch an diesem Kunsthaarbürstchen so einzelne Fiber Pigmente. Nein, wie nennt sich das? Kunsthärchen dran für die Wimpern? Riecht nach Mascara. Ein bisschen intensiv. Aber na, wir gucken mal, wie sie auf den Wimpern wirkt. Die Verpackung fühlt sich aber sehr, 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 sehr hochwertig an, muss ich sagen. Das ist so, weiß ich nicht, das ist auch so schwer in der Hand, ne? Ohne Mascara. Erste Schicht. Zweite Schicht. Dritte Schicht. Wow, Leute, also die hat richtig schön was gezaubert. Die macht einen Schwung in die Wimpern von hier bis nach mitten. Die macht schönes Volumen rein und die verlängert die Wimpern auch echt toll. Es fühlt sich super angenehm an, diese Mascara aufzutragen und die gefällt mir richtig, richtig gut. Ja, sie hat ihren Preis, aber wenn ich die vergleiche mit anderen High-End-Mascaren tatsächlich, liegt sie doch sehr, 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 sehr nah an der Better Than Sex von Too Faced, wenn nicht sogar drüber. Also ich benutze aktuell die Better Than Sex von Too Faced in meinem Alltag und ich muss sagen, dass ich so ein schönes Ergebnis nicht im Alltag mit der erziele. Also das gefällt mir klasse. Das gefällt mir richtig, richtig gut. Die wird auch jetzt direkt meine nächste Alltagsmascara werden, die ich dann jeden Morgen auftrage, weil so ein Ergebnis mag ich gerne leiden. Guck mal diese Klimperwimpern an. Krass. Liebe Sandy, vielen, vielen Dank, dass du mir die Möglichkeit gegeben hast, dieses Fullface damit zu zaubern. Ich finde, dass es ein super schöner, tragbarer Alltagslook geworden ist. Man muss einfach nur etwas kreativ werden und manche Produkte mal ein bisschen zweckentfremden, denn dann hat man auch einfach alles zusammen, was man braucht. Mir gefällt das richtig gut. Ich werde den ganzen Tag jetzt damit verbringen. Ich schreibe auch mal unten in die Infobox rein, wie die Mascara so gehalten hat und so. Ihr werdet diesen Look aber auch in mehreren Videos sehen, weil heute ist Samstag. Samstag ist immer so mein Filmetag und da werde ich einige Videos damit drehen. Vielen Dank. Echt, Sandy. Das hat... Oh, Leute, vergesst es nicht. Für ab 75 Euro bekommt ihr eine Kosmetiktasche noch mit dazu zu eurer Bestellung. Unter allen, die bestellen, wird auch noch eine Mascara verlost. Und alle Informationen, Links, Preise habe ich eingeblendet, in der Infobox reingepackt und so weiter. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Style & Talk Videos. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!